Herzlich willkommen zurück zur Let's Play GTA 4. Jawohl, mein Name ist Glamour und wir sind dabei und fahren. Und ich räche mich. Ich nehme das Geld nicht an von dem Russen. Einfach aus dem ganzen Grund habe ich in der letzten Folge erklärt, dass ich mich nicht kaufen lasse. Erst steckt er unser Apartment an und droht uns was und was weiß ich. Und jetzt kneift er einen Sack ein und will, dass wir für ihn arbeiten. Und das tue ich mit Sicherheit nicht. Ja, und jetzt werden wir Rache vornehmen. Ja, hat unsere Wohnung angesteckt, dass die Firma von meinem Cousin angesteckt und was weiß ich nicht alles. Hat uns in dem Sinne die Hölle zum Dingens gemacht. Am Anfang des Spiels kann man ja so ziemlich sein. Und ich lasse mich jetzt mit Sicherheit nicht von dem unter Druck setzen und sagen, arbeite für uns und ne, man hat ja auch so ein bisschen Stolz. So. Die Russen verlangen das Horain, ja. Запакуйте весь Heroin! Мы сегодня ночью посылаем. Na, kleines Arschloch, Junge, ich werde jetzt ganz penetrant in deinen Arsch knallen, werde ich dir. Finde einen Weg, an Dimitri heranzukommen. Tag. Get out of here. We don't need no more hands. Oh, 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 oh. You're in my sight now. Komm, lad doch nach! Scheiße, wir haben diesmal keines. Doch, da haben wir so noch mit 7 Schuss. Haben wir. Alter Schwede, Leute, hier geht's jetzt aber ab. Fuck you. Eine neue schusssichere Weste wäre mal toll. Warum ist keiner, ne?
Oh Mann, ey. Hör mal, geil, wenn wir eine neue schusssichere Weste kriegen würden. Okay, erste Hilfe-Kit. Okay, wir müssen Waffe wechseln. M4 brauchen wir nicht. Immer hier ein bisschen Kontrolle machen. Ja, vielleicht liegt hier irgendwo eine schusssichere Weste. Wir brauchen auf jeden Fall eine. Da liegt eine. Alles klar. I can take out this motherfucker right now. I've got off your fucking head. Und meine schöne Sniper, da haben wir die schöne Sniper. Entschuldigung, wenn ich so leise bin, aber ich will jetzt bloß nicht abkacken und hier wieder alles von vorne machen. Oh. Alter, die spinnen doch, oder? Alter, jetzt muss ich aber mal gucken, wo die mich gerade angeballert haben, wie die Idioten. Alter, die Pisser, ich sehe dich gar nicht. Jetzt haben wir ihn. Komm, zeig dich nochmal, komm. Haben wir. Ich glaube, das Boot wird gleich ablegen oder so. Irgendwie
Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Okay. Oh, jetzt soll ich den ganzen Weg wieder zurück? Warum machst du denn nicht die vorderen auf? Au, Mann, oh Mann, oh Mann. Nur den ganzen Weg wieder zurücklaufen, Mama. Na, neue schussichere Weste. Hier liegt wieder eine MP. Wir haben genau einen Schuss. Meh, das tue ich nicht. Nee, mit Sicherheit nicht, dann habe ich gleich keinen mehr. Den versuchen wir so zu kriegen. Geht nämlich auch so. You win. Have ended. Arschloch. Headshot. Denk mal drüber nach. Mann, ey, wie eine Leichenkammer hier, ey. Ich da runterspringe, bin ich tot. Oder nicht? Jetzt wird's böse. Boah, wenn ich so in Counter-Strike treffen würde zwischendurch mal. Die Waffe ist fast leer. Nehmen wir lieber mal die MP hier. Ja, denk drüber nach. Der denn die Explosion überleben? Hey Dimitri, I don't think I'll be doing this deal with you. We have other business to finish. Nico,
It's been a long time. I thought your time in America might have calmed you down. America does not change everyone. Look at you. You arrived in this country, a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Заткни этого балтийского хуя! So, mein Freund. Er hat überlebt. Nicht! Ich sterb doch selber! Mit dem Granatenwerfer, Alter, wie krank. Wenn die Russen es machen, dann machen sie es richtig. Erlege Dimitri. No. I should have put you out of your misery a long time ago. Goodbye, Dimitri. Geh zum Ausgang des Frachtraums. Okay. Aber vielleicht nervt uns keiner mehr. Wir haben ja eigentlich gut aufgeräumt. Wir hier runter? Nein. Wahrscheinlich ganz da hinten. Mit diesem Schiff sind wir gekommen. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Wo der Typ gezeigt hat, wie er sich verprügeln lässt von einer Frau. Ja, weil er da drauf steht. So, nicht weil eine Frau ihn verprügelt hat, sondern bei einer bestimmten Sache. Dimitri, it's over. He was on the platypus, the boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. Don't worry. Be happy. Ooh, 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 ooh. Ja, und jetzt ist er eigentlich der erledigt, den wir erledigen sollten. Und ich denke mal, dass wir fertig sind. Kann man hier nicht irgendwo den Spielstand sehen? Info. Verlasse das Schiff, Ausgang, bla 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 bla. Die Russen verladen. Nö. Also Statistik vielleicht. Spielfortschritt. Wir haben erst 60% des Spielfortschritts. Erfüllte Mission 90. Fehlgeschlagene Mission 31. Mhm. Begannene Mission 121. Naja, habe ich ja eine scheiß Quote, ne? Was kann ich denn jetzt machen? Hier ist irgendwas Blaues. Habe ich dich überfahren, wa? Ja, keine Ahnung. Das nächste wäre jetzt, was bedeuten denn jetzt hier auf einmal diese ganzen blauen Dinger hier? Freund, Freund, ich will nicht zum Freund. Bin doch nicht hier, um, kunterbunten Sex zu führen. So.
Ja, wir sind hier, um Leute in den Arsch zu treten. Hallo, Herr Polizist. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ein ganz vernünftiger Autofahrer und ich bin wieder völlig falsch gefahren. Ah, oh, Bill, was ist hier? Hey, Bill, I understand why you made the decision you did. But when it worked, I didn't trust that Demetri needed. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk. Give me four parts. The Pecorino ain't nothing to do. I'm out, man. Bye. Es ist mir doch scheißegal, ob der noch mit mir redet oder nicht. Also ein bisschen Stolz sollte man als Verbrecher auch haben. Also, keine Ahnung. Und ich gehe da jetzt von aus, dass wir hier wirklich, ja, fertig sind in dem Sinne. Was soll ich jetzt hier noch machen? Diese Auftragskiller sind ja keine richtigen Aufgaben eigentlich. Also ich nur nicht verstehe, dass wir nur 60% des Spiels gemacht haben. Wahrscheinlich, man kann ja auch hier nicht nachsehen, wie viel, weil Spielfortschritt, Verbrechen, Fahrzeuge, Geld, Spieler, Kampfpunkte, sonstige Bestenliste, Spielfortschritt. Wir haben 60% des Spiels gemacht. Und in 26 Stunden. Wohl bemerkt. Ja. Also das ist schon ein gutes Stück, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, müssen wir jetzt diese Auftragskiller-Aufgaben noch machen, um den ganzen Kram zu beenden? Oder sind wir jetzt durch? Demetri ist tot. Eigentlich sind wir fertig, weil wenn wir wirklich fertig sind mit den Hauptmissionen, dann würde ich jetzt gerne so langsam zu den nächsten überspringen, weil es sich ja doch schon ganz schön hinzieht, ne? Wir fahren jetzt hier rum und machen die Dingens. Ich weiß, die eine Mission muss ich dann machen, die ich da verkackt habe, eigentlich noch. Aber eigentlich sind wir jetzt hier fertig. Weil sonst würde das Telefon schon wieder schellen. Und uns würde irgendjemand anrufen. Denke ich zumindest. Und man kann ja auch Aufträge machen, die am Telefon, wie diese Autodiebstähle und dies und jenes, die kann man ja auch alle machen. Und die haben wir ja gar nicht gemacht. Wenn man da was dran machen möchte. So. Ich würde sagen, dass ich ab dem nächsten Video dann das nächste Add-on starte. Weil diese Auftragskiller, klar, jetzt sagen alle, du Kneifi vor der Mission, nein, Kneifi mich nicht, dann schäme ich halb in der Sniper hin und erschieße ihn. Ja, dann habe ich genau den gleichen Effekt. Nein, es geht einfach, einfach darum, dass wir zum Beispiel, so wie ich das jetzt sehe, hier wirklich fertig sind und ich werde dann in dem nächsten Video mit dem nächsten GTA-Teil dann anfangen. Und ich glaube auch, dass wir hier so gut wie möglich alles gemacht haben. Wenn nicht, dann müsst ihr es mir wirklich in die Kommentare. Wenn hier wirklich noch Hauptmissionen fehlen, also irgendwelche Leute, die hier noch fehlen, dann sagt es, weil diese Dingens ist wirklich Nebenaufgaben. Weil dann könnten wir ja auch hier noch zum Strip-Club gehen und also ein Schnickschnack. Da waren wir ja auch überall nicht voll mit den Leuten. Hätten wir uns auch noch unterhalten können. Das sind ja auch immer so kleine Sachen. Aber ich glaube, sonst sind wir gut fertig. Ich hoffe, der erste Teil von GTA hier, das Hauptspiel, hat euch einigermaßen gut gefallen, wie ich es Let's Played habe. Und wir hören uns dann morgen wieder in dem neuen GTA. Nicht neuen GTA, sondern in dem Add-on von Liberty City von GTA 4 und... Ist das GTA? Ja, GTA 4. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Glabur. Ciao, Loi.